Okay, übrigens. Was hat ihr für mich, der Doktor? Lass uns anfangen. Schlachte mal dein Ohr doch, bitte. Professor! Du hast bestimmt herausgefunden, wo wir als nächstes hin können, oder? So ist es. Da scheint jemand wieder voller Energie zu sein. Spann uns nicht länger auf die Folter. Ja, ich erzähle ja schon. Unsere nächste Erkundung findet auf einem Vulkan statt. Yes! Guck mal, ein shiny Glurak! Auf einem Vulkan abgefahren! Klingt gefährlich. Sind wir dort denn sicher? Du musst dir keine Sorgen machen. Ich habe das Neo One dafür speziell aufgerüstet. Da bin ich ja beruhigt. Aber gibt es Pokémon, die in so einer Umgebung leben? Eben das sollt ihr herausfinden. Viel Erfolg. Oh mein Gott, Glurakschein hier. Darf ich da bleiben? Die ich schaue, ist so cool. Also gut. Aber um Mitternacht bist du zu Hause. Wie Cinderella. Dieser heiße Vulkan wird bis heute von urzeitlichen Pokémon bewacht. Okay. Das Kugelnwerfen muss warten. Ich muss in den Vulkan. Okay, Mama. Wenn du ein Pokémon vor einem besonderen Hintergrund fotografierst, wirkt sich das positiv auf deine Punktzahl aus. Ein Bablu, Bab Altaria, wie heißt es? Ich mag es. Dreh dich um. Dreh dich sofort um. Fotografiere das. Alter. Ich komm. Ach, Äpfel. Nee, das sind Elektro-Pokémon. Drachen-Pokémon? Wird jetzt eher mit Feuer-Pokémon gerechnet. Und bring ja deine Schuhe wieder bei mir. What? Ach so, wegen Cinderella, ja. Was ist das denn? Eilopteri. Ein Aerodactyl? Sind das nicht, Na! What? What? Wollte gerade sagen, sind das nicht Fossil-Pokémon? Ich wieder verpasst. Habe ich wieder den besten Augenblick verpasst. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Ist mein Apfel. Der ist so groß. Der ist so groß für mein Foto. Oder Aerodactyl. Geht es hin? Ja, auf dem Vulkan leben Fossile. Ein Georg. Das funktioniert also noch. Das habe ich nur leider nicht fotografiert. Das war vielleicht nicht so toll. Lebst du noch? Ich glaube, es ist nicht mehr da. Ups. Sorry. Ah, das erste Feuer-Pokémon. Das ist getötet. Habe ich nicht. Der überlebt hat. Ups. Wieso springen die alle weg von mir? Glumanda! Da sind Glumanda! So ein bisschen Fanservice von früher haben sie noch, wie es aussieht, immer. Ach,
Die Äpfel sind blöd. Geh nicht dahin, wo ich möchte. Das ist ein Panflam. Oder ein Panfero. Keine Ahnung. Ich hab zu wenig Fotos hier. Viel zu wenig. Ja. Georg, das habe ich das da runtergeworfen vorhin. Ich hab die Flöte nicht gespielt, weil ich dumm bin. Wann ist eingestürzt? Kann man durchkommen? Oder was war das? Oh Gott, da war viel zu viel. Da war viel zu viel Aufregung hier. Ich gehe jetzt für Struggle erklärt in das Mutterschiff, weil mein Meer-Universums-U-Boot nicht mehr für meinen jetzigen Spielstand nicht mehr weit genug tauchen kann. Aha. Will aber eigentlich nicht zum Mutterschiff, weil der super duper aggressive Lachs da ist. Ja. Dann tauchst du entweder nicht so tief oder besiegst den super duper aggressiven Lachs. Würde ich vorschlagen. Altaria sieht auch so. Ich glaube, wir nehmen das hier. Das ist ein solides Ein-Sterne-Bild, würde ich sagen. Und bei dir? Ich bin nicht so sicher, der guckt nicht in die Kamera. Aber das ist warum auch immer ein Stufe 3 Bild, also nehmen wir das. So. Aeropteryx. Nehmen wir vielleicht auch mal. Leider jetzt auch alle nicht so gut geworden. Geil, der steht ja auf ihn drin. Wo man richtig den bösen Schrei sieht. Ja, da wollte ich eigentlich das Aerodactyl. Ja, okay, ich glaube, wir nehmen das. Ein Georock-Bild. Bin ich für das. Das sieht richtig psycho aus, das Vieh. Und von dir, die sind aber ziemlich schlecht belichtet. Das und das da hinten so. Wo ist mein Apfel? Warum kriege ich keinen Apfel? Ich nur ein Bild. Wo ist mein Apfel? Struggle bei. Wunderwassermonstern. Hä? Der ist gruselig. Machst du das für mich? Hallo? Es kommt drauf an. Wenn es wirklich ein Fisch ist, finde ich es nicht so schlimm. Ich habe nur echt Probleme mit großen, schlangenartigen Viechern. Deshalb, also wie gesagt, die Drachen in Breath of the Wild, die konnte ich gar nicht ab. Und so Seeschlangen, wenn die richtig groß sind. Kann ich gar nicht. Guck mal, das hat aber jetzt die perfekte Größe. Obwohl es gar nicht so groß ist. Das hat nicht die perfekte Größe.
Jetzt bin ich gespannt. Okay, da hat ihm die Blickrichtung jetzt nicht so gefallen. Also, Aerodactyl haben keine so tollen Hintern. Aber komm, das ist doch ein mega Bild. Das ist halt nicht so. Da ist hier der fatale Apfel. Aber ja, Blickrichtung ist so cool. Verstehe ich. Das verstehe ich. Ein glückliches Glumander. Es frisst gerade. Ah, das war nichts. Aber immerhin ein neues. Was hat es mit diesen antiken Ruinen auf sich? Fisch ist schlangenartig, sehr aggressiv, heißt Super Reaper und hat 4 lange Arme, womit er dich greift und glaubt, 10 Meter. Okay, dann bin ich raus in dem Fall. Dann bin ich wirklich raus. Oh, du hast einen neuen Forschungslevel erreicht. Halt deine Augen nach den kleinsten Veränderungen auf. Ach, 5 Feuer-Pokémon, 5 Gesteins-Pokémon, 2 Drachen-Pokémon. Übrigens. Wir gucken uns noch ein Bild an. Den Schrei. Brauchen wir auf jeden Fall. Ah, sonst nichts Sehenswertes. So, übrigens. Was willst du mir sagen? Zehn Meter lang. Da seid ihr alle. Hast du wieder eine neue Entdeckung gemacht? So ist es. Ich konnte einen neuen Teleportierpunkt ausfindig machen. Geht ja ratzfatz. Du hast ja sicher schon den großen Berg im Herzen von Bellus bemerkt, oder? Über dem Teil von Berg, der von Wolken verdeckt wird, habe ich ein Energievorkommen gemessen. Aha. Über den Wolken? Also im Himmel? Nein, auf einem Plateau über den Wolken scheint es einen Wald zu geben. Abgefahren. Es ist ein mystischer Ort, denn man kann ihn wegen der Wolken selbst vom Himmel aus nicht sehen. Das ist sogar noch abgefahrener. Nichts wie hin. Haha, immerhin mit der Ruhe. Schaut euch bitte dort um, sobald ihr soweit seid. Es warten neue Entdeckungen auf uns. Okay. Wollen wir jetzt erst gucken, ob es Vulkan bei Nacht gibt? Schau mal. Ne, gibt es auch nicht bei Nacht. Okay, dann gehen wir über die Wolken. Wandelwald. Ich will ein Celebi sehen. Ist doch ein nettes Tier. Vielleicht ist das nett, aber Angst hätte ich trotzdem davor. Die Drachen in Breath of the Wild waren ja auch nett. Bomborg. Was? Hier gar nichts. Was da? Was zur Hölle? Gut. Okay. Ups. Hab ich dich weg. Ah! Ich glaube, ich fotografiere es von hinten. Ich glaube, es dreht sich nicht um. Was ist das denn? Was zur Hölle? Der Felsen schwebt aufgrund irgendwelcher. Jetzt krieg ich doch. Kennt man ja gar nichts durch den Nebel.
Was ist das? Das ist ein Gecko-Dings. Ein Kettleon. Huch, war es das schon? Was ist jetzt passiert? Ah. Oh Gott, jetzt geht's aber ab hier. Ein Seso-Kids, die sehen je nach Jahreszeit anders aus, glaube ich, oder? Ein Pam-Pam. Magst du was essen? Was ist denn da? Sin Long. Was ist das? Ein Peter da! Komm, Apfel essen. Aha. Guck gleich das fröhliche Bisasamen. Hier, guck. Basanop. Okay, jetzt geht's wieder in den Nebelwald. Hallo Lenz. Ich hab gesehen, dass du reingekommen bist. Gucke auch gleich, was du geschrieben hast. Kronjuwel. Ist das die Weiterentwicklung von diesem Seso-Kit? Was, das ist ein weibliches? Ihr wisst nicht, wie Hirsche funktionieren, oder? Habe ich das Gefühl. Awesome. Macht Knips in Strahls Richtung und schwupps schon wird sie geblendet. Blende mich nicht. Ein Psiau! Ja, jetzt habe ich ein gutes. Psiau hatte ich auch mal, weil das sind nämlich auch Psycho. Ah, ich will Apfel werfen, ich will gar nicht. In die Kronjuwilden. Mir Psi aus. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ist leider nicht gut erwischt, glaube ich. Die fliegen. Das sind einfach schwebende Katzen. Ich finde das immer total spannend, wie konzentriert du aussiehst. Ja. Das ist gar nicht so einfach, Lenz, tatsächlich. Da muss man sich echt konzentrieren. So, jetzt habe ich nicht mehr viele Bilder. Pam Pam haben wir schon. Weil es gibt hier halt auch so enorm viele Knöpfe zu drücken. Also mit dir, überlegst du, welchen Apfel du essen sollst? Seltsam. Lenz, kennst du alle diese Pokémon? Mir sind die irgendwie fremd. Lass nochmal an. Ist denn Long? Und noch ein Bitterdarm. Da. Was soll ich denn da alles drauf kriegen? Und ein Ding, ein Wurzel. So, das war mein letztes Spiel leider. Das ist aber auch jetzt eine echt lange Strecke, oder?
Ja, jetzt ist vorbei. Weil die halt zweimal wechselt von normaler Wald in Nebelwald, so. Uff. Da müssen wir auch noch mal hin. Aber ich glaube, da haben wir jetzt gar keinen so schlechten Video gemacht. Mal gucken. Lenz, wie läuft eure Vorbereitung? Läuft sie schon? Wie ist dein Schützling? Dein Schüler, wie stellt er sich an? Okay, ich warte noch eine Nacht und gehe zum Fürstwagen erklärt. Super duper aggressiven Lachs. Okay, gut das. Robbenburg. Was sind jetzt da gute Bilder? Ich glaube, ich nehme mal das, da ist ja ziemlich groß. Und Piau, habe ich da eins gut erwischt? So wirklich. Und das ist auch nur eins. Okay, da hätte ich jetzt gedacht. Es schwebt, also ist es wenigstens. Wenigstens war es zwei, aber dann. Das haben wir auch nicht so gut erwischt. Warum ist das eine 3? Weil sie da noch gestritten haben. Ja, das. Erleuchtet. Das ist süß. Das ist so süß. Maiden Reaper. Wieso Subnautica, Lenz? Mir sagt das gar nichts. Ah, okay. Da habe ich jetzt männlich oder weiblich. Ich glaube, ich nehme das hier, weil ich glaube, das im Nest erwischen wir eher wieder. Schön als die. Ja, klar, das ist eindeutig das Pam-Pam. Also manchmal finde ich es echt ungerecht. Das wäre hübscher gewesen als das, das ich ausgesucht habe. Das ist jetzt immer nur eins. Okay. Ja. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was das ist. Dieser Sam haben wir viele gute Bilder gemacht. Das war gut. Ganz hintern wieder. Der sieht voll seltsam aus. Sieht aus, als hätte man einfach den Kopf von einem anderen Stofftier genommen und da angenäht. Okay, mal gucken, was ihr sagt. Subnautica, was? Ja, das spielt Gideon. Das Training beginnt am 17. Achso, stimmt, hast du ja gesagt, sorry. Hast du ja gesagt. Die Promotion ist in Arbeit, aber im Moment haben wir eine sehr witzige Konstellation. Mein Schüler hat im Moment keine Zeit und aus dem anderen Team hat der Trainer keine Zeit, aber der Schüler dreht am Rad, okay. Schließe ich erstmal mit dem Kongen-Trahenten zusammen. Im Grunde sind wir ein großes Ja. Dann tausch doch einfach. Wäre jetzt auch nicht schlimm, oder? Ich bin mal eben unter der Dusche. Bis gleich. Bis gleich. Viel Spaß unter der Dusche. So, dann wollen wir mal sehen. Romborg. Das ist ein Romborg. Das ist das erste Foto. Es scheint irgendwo hinzuwollen. Gut gemacht. Okay. Ah, perfekt Größe. Das habe ich mir gedacht. Schön. Schönes erstes. Ein Piau. Kann auch die Ohren noch so aufklappen. Das weiß ich noch. Pingulis. Jetzt bin ich gespannt, was er zur Pose sagt.
Dieses Verhalten sieht man nicht oft. Okay, wenn du das sagst. Perfekte Größe tatsächlich. Und Blickrichtung findet er auch gut. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Was tut's? Weiß nicht, wie ich das aus dem Wasser kriegen soll. Das ist ja mal interessant. Nur 500 Punkte. Aber auch perfekte Größe. Hey, dieses Mal haben wir viele perfekte Größen, ja? Das will ich nur mal anmerken. War so eine Dusche. Ja. Das wünsche ich allen immer, die unter die Dusche gehen. Auf diesem Foto sieht man ein Seso-Kids. Das ist das erste Mal. Es macht einen ruhigen und entspannten Eindruck. Ja, das hast du auch noch nie gesagt. Und es hat die perfekte Größe. Ich glaube, ich habe irgendeinen Bug erwischt gerade. Oder die Pokémon in dem Wald haben einfach alle die perfekte Größe. Ja, jetzt nicht, okay. Weil mit dem, der ist auch ziemlich groß drauf. Krass. Zenlong. Was ist das? Ein Zenlong. Das ist nicht der Drache von Dragon Ball. Not amused. Not amused, dieser Sam. Oh, es gab nur 542 Punkte für die Pose. Ja, das wusste ich. Das mit Marsch gefällt ihm wieder besser. Der Drache hat ein... Ah, Shenlong. Ah, okay. Aber fast gleich dann, oder? Ist das eine Anspielung? Auf diesem Foto sieht man Kotsuro. Kosturo. Ciao. Mit einer perfekten Größe. Und der perfekten Blickrichtung, oder? Mit 1000. Okay. So seltsam. Und Stufe 2. Aufstrebendes Talent. Du hast 1500 Fotos geschossen. Okay. Du hast 5 Kampf-Pokémon im Foto-Dex registriert. Krabbe ist ein Kampf-Pokémon, okay. Du hast eine Foto-Dex-Gesamtpunktzahl von mindestens 500.000 erreicht. Du hast 30 Stellen mit der Scan-Funktion analysiert. Du hast 10 Pflanzen-Pokémon im Foto-Dex registriert. Entschuldigung. Du hast 5 Unlicht-Pokémon im Foto-Dex registriert. Ach, wirklich? Was für ein Unlicht-Pokémon habe ich denn? Du hast den Forschungstitel Aufstrebendes Talent erhalten. Was war ja Wandelwald den Sommer? Du hast im Wandelwald den Sommer entdeckt. Okay. Du hast den Forschungstitel Kampfsammler erhalten. Übrigens. Ah, Wandelwald. Vielleicht kann man da in jeder Saison dann auch hin. Ich erzähle dir davon, sobald du deine Fotos verstaut hast, du darfst gespannt sein. 1500 Fotos, Social Media übertreibt heutzutage. Also die meisten lösche ich ja auch wieder. Das ist wie bei Selfies, Lenz. Du machst 500 Selfies und dann nimmst du 1 oder 2. So mache ich es mit den Pokémon. War das eine Ente? Was denn? So, pass auf. Ich hätte gerne gehabt, das ist dieser Samen. Unser dieser Samen. Und hatten wir noch was Cooles? Haben wir wirklich, oder? Nee. Ich habe bisher genau 3 Selfies gemacht. Echt, Lenz?
Schon fast nicht ganz. Was für eine Ente denn? Ich mache nicht oft Selfies, aber wenn, dann mache ich schon einige, bis mir irgendwann mal eins gefällt, tatsächlich. Ich gebe es zu. Ich habe gehört, es gab wieder einen gewaltigen Energieanstieg, als du auf Erkundung warst. Los, Professor, erzähl uns davon. Kommt ja wieder, zack, ja, reingeschlittert. Also gut, hör zu. Im Wald habe ich einen beachtlichen Energieanstieg gemessen. Das war ohne Zweifel ein weiteres Lumina-Pokémon. Und da darf ich jetzt bei Nacht hin. Mir scheint, als gäbe es da einen Zusammenhang mit den Ruinen, die wir in der Nähe gesehen haben. Würdest du bitte dorthin aufbrechen, sobald du bereit bist? Okay. Dein Genieße. Hat sich das angehört wie eine Ente? Gibt es eine Reaper in Pokémon? Hätte gerne ein Foto davon. Ich glaube nicht. Eine Ente-Struggle ist etwas, das nicht ernst gemeint ist. Bestes Beispiel ist die Zeitungsente. Ach so. So eine Ente. Aber dann verstehe ich nicht, auf was ihr das bezogen habt. Das ist ein Artikel, der nicht stimmt. Aber wer absieht? Ja, das sagt mir auch was, tatsächlich. Das habe ich auch schon mal gehört. Ich habe Gideon auch nicht richtig. Okay, gut. Ah, hier gibt es eine Lumina-Zone, okay. Dann gibt es wieder ein großes Lumina-Pokémon. Wir gucken. Jetzt ist gerade doppelt falsch, mein Fehler. Eine doppelte Ente. Ich glaube, er hat gemeint, weil ich komisch genießt habe. Sieht so aus, als käme das Signal von direkt unter dir. Ah. Ein Milotic. Ein Milotic. Ich liebe Milotics. Die zum Beispiel finde ich toll. Ich weiß noch, wie ich mein erstes Barsch war gefangen habe. Das war in Pokémon Smaragd, glaube ich. Das hat so lange gedauert. Bis an die Oberfläche kommen würde. Oh! Hilfe! Jetzt! Treff es nicht! Bin ein bisschen überfordert. Das hilft ja, ich hab's versucht mit seinem Dämpfer. Wo ist es denn jetzt hin? Sehe ich gar nichts mehr. Ist jetzt weg. Ja. Gott, irgendwie ein bisschen hier. Nicht gut, ich will schon sagen, nicht gut. Aber ich frage mich, wie die Lumina-Pokémon ausgewählt haben. Entwickeln sich eigentlich männliche Barschwas auch in Milotic? Sieht der Reaper so aus?
Das finde ich geht noch. Jetzt verbrate ich halt alle meine Fotos, oder wie sieht's aus? Mein Fehler. Ach was, Lenz, ist alles gut. Der falsche Knopf. Die Form kommt hin. Also wenn es nicht größer ist als das, das ertrage ich noch. Aber 10 Meter, 10 Meter ertrage ich nicht. Aber es ist weg, okay. Da habe ich extra noch ein bisschen Fotos gespart. Aber ich glaube, wir haben ein paar schöne. Können ja eh nur eins abliefern. Es gibt einiges, worüber ich mit dir reden möchte, aber gehen wir erstmal zur Bewertung über. Einiges auch noch. Okay. Ach, da muss der Lumina-Effekt wieder drauf sein. Die sind so wunderschön und die will er nicht. Das hier vielleicht. Mal 45 merken wir uns. Das vielleicht. Oder 46, was sagt ihr? Ich würde 45 oder 46. Ich glaube 45, da haben wir mehr drauf, oder? Andere wäre halt ein 2er. Aber ich nehme jetzt das, glaube ich. Bin für die 43. 43? Das da. Aber das ist zu klein. Da meckert er wieder. Da sieht man nicht die ganze Länge. Drei von den Tieren hintereinander ist die Größe. Okay. Dann wird's schon schwierig. Dann wollen wir mal sehen, was du diesmal für mich hast. Ich habe eins Melodik. Das Lumina-Pokémon von Bellus. Fantastisch, dass dir ein Foto gelungen ist. Es schwimmt gerade, gut gemacht, weiter so. Tausend mich mal. Guck, das kriegt wieder Bonus, nur weil es ein Lumina-Pokémon ist. 1400 Größe. Da habe ich extra so eins genommen, wo es so gut drauf ist. Das hätte mehr verdient. Hätte ich vielleicht doch die 43 nehmen sollen. Das schönste aller Pokémon. Was der Foli. Übrigens, es gibt Neues zu berichten. Aber jetzt suchen wir uns ein paar hübsche fürs Album raus. Eigentlich würde ich gerne alle nehmen. Leer alle. So.
Synchro. Ich hoffe, dass Wasser-Pokémon Schwimmprofis sind. Cool. Wird die Spiele vermutlich alle wieder löschen. Faszinierendes Verhalten. Okay. Wenn du das sagst. So, ich will nicht, rette mich. Fühlt es sich so an, wenn man etwas nachmachen muss, wovor man Angst hat. Vermutlich, Gideon. Nee, das ist gerade am Messring. Faszinierendes Verhalten. Blub, 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 blub. Auf dieser Insel gab es, wie erwartet, auch ein Lumina-Pokémon. Das ist wieder die gleiche Insel. Ein weiterer Beweis dafür, dass die Vorkommnisse aus der Legende wirklich stattgefunden haben. Stimmt, aber was für eine Katastrophe war das, vor der die Pokémon damals Lentil bewahrt haben? Ich vermute, es war ein Meteorit. Der Telluria-Meteorit, um genau zu sein. Das Ganze soll vor etwa 2000 Jahren passiert sein. Okay. Die Legende besagt folgendes. Die Kraft der Lumina-Pokémon zerstreute sich und sorgte dafür, dass alle Pokémon zu leuchten begannen. Ergibt Sinn. Allerdings habe ich eine andere Theorie. Ich denke, dass die Pokémon durch den Einfluss des Telluria-Meteoriten zu leuchten anfingen. Haben wir doch gerade gesagt. Und besonders stark davon betroffen waren die Lumina-Pokémon. Glaubst du also, dass die Legende nicht stimmt? Um das herauszufinden, sind wir hier. Genau deshalb ist unsere Forschung so wichtig. Okay, Leute, ich glaube, ich mache noch eine Strecke. Dann brauche ich wieder eine Pause heute, echt. Hi, na, wie geht es mit der Forschung voran? Ich hätte da eine Idee. Ihr könnt mit dem Neo One zwar auf anderen Inseln reisen, aber warum knipst ihr nicht auch mal hier Fotos? Ja, das hatte ich auch schon bedacht eigentlich. Dabei entdeckt ihr bestimmt ein paar neue Seiten an den Pokémon, die ihr immer hier seht. Wählt im Basiscamp das Symbol oben links, um loszulegen. Probiert es doch mal aus, wenn euch danach ist. Das machen wir noch. Möchtest du Fotos im Basiscamp schießen? Oder Marty. Wo ist das Evoli, das hier immer rumgerannt ist? Ein Unrat-Hütox. Niemand interessiert sich für die Musik, echt. Ein Schwein. Guck doch mal, Evoli! Guck doch mal! Schenk mir Aufmerksamkeit! Das ist der Trog, okay? Ein Mogelbaum! Dreht sich auch nicht um. Schade. Hallo, dunkler Herrscher. Knips und Knips. Ich hau auf den Platz. Was? Was ist das denn? Ein Wommel? Was ist denn ein Wommel? Das mag... Oh Gott, das ist mega klein. Oh Gott, okay. Okay.
Das Vieh hat einfach einen Apfel gegessen, der größer war als es selbst. Alles klar. Na dann. Babinella! Da ist ein Loch, in das kleine Pokémon kriechen können. Ah! Ein Hase, aber der kommt nicht raus. Warum kommt der nicht raus? Nur die Ohren zählen wohl nicht als Foto, wie es aussieht. Schade. Die Tour gleich vorbei. Das hat Spaß gemacht. Irgendwie ist mir jetzt wieder schlecht. So, herzlich willkommen, dunkler Herrscher. Nein, lass mich nicht alleine. Doch, es ist Zeit fürs Bett, Gideon. Mama geht jetzt auch ins Bett. Knips und klatsch, ich hau auf den Hals. Okay, jetzt hab ich's. Wenn es nicht schaut, ja. Evoli. Magst du Evoli? Bommel ist ein Pokémon. Ja, anscheinend schon, Bommel. Eine Biene. Sollte das eine Biene sein, echt? Ja, eigentlich eine Hummel. Ich kenne mich nicht aus. Also das habe ich wirklich noch nie gesehen, glaube ich. Ein Bommel. Ah, die ist ein Vieh. Mir fällt der Name nicht ein. Ja, Mauti. Das können wir auch noch besser. Wir nehmen das Nom. Ich nehme immer das Nom. Ja, das ist eigentlich eindeutig. Das sieht so dumm aus. Das ist auch so ein Pokémon, das ich echt hasse. Mülltüten. Wenn ich nur gucken würde, das ist einfach lieb. Und ich hab dich. Das hat den ganzen Apfel gefressen. Also hier hätten wir es halt von vorne. Aber ich nehme das Nom. Da ist ein Hase, der nicht hier rauskommen will. Lieblings-Pokémon Quaiatso. Drexid. Machst du gerade wieder einen Sidan? Du hast ja... Was ist los? Was kriegst du nicht? Was brauchst du? Ah, was hast du diesmal für Fotos geschossen? Ein Mauti. Echt, das schlafende Mauti gibt nur 500, okay? Ein Bisbark. Auch nur 500. Das Dringen ist da, Lili. Dara, Lili. Okay, mein. Das dämliche Unrat-Düse. 500. Ich würde mir wünschen, dass man auch noch einen Yoto fotografieren kann. Das wäre cool, so geheimes Team Rocket Labor. Und da ist dann ganz am Ende das Mewtwo. Das fände ich cool. Aber das gibt bestimmt nicht. ...150.000 brauche ich da, okay. Ich glaube, da muss ich noch ein paar Mal hin. 100 Pokémon im Fotodex registriert. Ha! Ich habe 100 von... Wie viel waren da? Ich glaube, es waren sehr viele. Okay. Haben wir noch ein paar coole? Und das speichern wir mal. Ich glaube, sonst waren die nicht so cool.
Okay. Ist Standard. Echt, das ist Standard? Ich dachte, Standard wäre Pikachu. Boah, du hast ja was los. Ja, was los. Also, wenn ich dieses Spiel holen sollte, dann wird es wohl meine Rennstrecke. Wegen Everdy jetzt. 4,29. Die dummen Handschuhe waren in der vorletzten möglichen Location. Oh nee, bestimmt 1 Stunde 30 nur für das letzte nötige ein. Oh nein, du hast ja. Das tut mir echt leid. So. Und da mir jetzt schon wieder ein bisschen schwindelig ist, ich glaube, ich ertrage dieses Hin und Her mit der Kamera irgendwie nicht so gut. Da wird mir irgendwie ein bisschen schwindelig von. Würde ich jetzt auch schon wieder Schluss machen, nach nur 2,5 Stunden. Wir haben ja gar nicht so lange gemacht. Und da gerade nur Knobi online ist, würde ich euch zu Knobi rüberschieben. Und Gideon, dann würde ich sagen, machen wir eventuell morgen den Gruselstream. Mal gucken, wenn ich das bis dahin alles aufgesetzt bekomme. Nur wegen Evoli, ja, das ist auch okay. Genau, mein Spiel ist 1000-mal besser. Wir werden sehen. Wir werden sehen, Gideon. Wenn ich mich zu sehr grusel, dann mache ich es aus. Ich sag's dir. Wenn ich das nicht aushalte, dann spielen wir morgen ganz schnell wieder Pokémon Snap, ja? Grusel, ja, wir gucken mal. Gideon hat sich Alien gewünscht. Ich weiß nicht, wie das wird, aber gut. Schauen wir. Schauen wir morgen Abend mal, würde ich sagen. Und dann gehe ich heulen ins Bett vermutlich. Okay. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Samstag, Abend und falls wir uns nicht mehr sehen, ein schönes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche. Macht's gut, meine Lieben. Gute Nacht. Ciao, ciao.